Leute, wir sind zurück bei Pokémon Leuchtende Perle, der Nuzlocke-Challenge, mit mir am Start. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich habe nach dem Wesen von Abra und Kleinstein geguckt. Das Wesen von Abra ist okay und das Wesen von Kleinstein ist sogar gut. Aber Abra lernt überhaupt gar keine Attacke. So viel weiß ich jetzt auch schon. Das heißt, der wird die ganze Zeit useless bleiben, bis er sich entwickelt hat. Gut, das heißt, wir kämpfen hier immer noch aktiv nur mit 4 Pokémon. Ja, so viel dazu. Wir sind in der Erzelingen-Mine und hier werden wir noch unseren Encounter fangen. Wir gehen jetzt aber erstmal weiter in der Mine. Los geht's. Hier sind wir schon stehen geblieben im letzten Part. Okay. Wir werden wohl gegen ihn kämpfen müssen. Diesen Macholo bin ich auf Route 207 begegnet. Mittlerweile sind sie meine besten Freunde geworden. Ich kann mich voll auf sie verlassen. Das ist unser Encounter. Oh, shit. Ein fucking Onix, Alter. Ja, moin, Bruder. Ich hätte zwar gerne Zubat gehabt, aber damit bin ich auch zu... Und der ist Level 9. Das war so klar. Das wird ganz schwer jetzt. Ich will keine Aquaknarre riskieren. Die Aquaknarre tötet den halt einfach, ne? Ich kann einfach nur versuchen, weiter Pokébälle drauf zu werfen. Ja, du verschnellerst dich nur, das ist mir ziemlich egal. Na komm, Brudi, bleib drinne, bitte. Ich brauche dich, Onix! Ich werde die Aquaknarre riskieren. Wenn er tot ist, haben wir halt hier keinen Encounter. Dann möge das so sein. Aber ich will auch unser Plinfer nicht opfern. Nein! Gut, das war's für Onix. Damit ist der Encounter in dieser Mine verloren. Gott hat Walzer erlernt. Naja, moin. Ich hätte lieber ein Zubat gehabt. Gut, damit hat sich das mit dem Encounter in der Höhle hier erledigt. Schade drum, schade drum. Onix wäre cool gewesen, aber Onix hätte sich auch nicht weiterentwickeln können, außer wir hätten ihm Metallmantel gegeben und getauscht. Das heißt, ich hätte wirklich lieber ein Zubat gehabt. Aber ja, so möge das Leben sein. Ich verrate dir etwas. Ich habe mein Pokémon mit mir zur Arbeit geschmuggelt. Darfst du es eh nicht mitnehmen? Arbeiter Leopold? Macholo, okay. Also ein volles Team haben wir trotzdem nicht, aber was soll's. So, das heißt, wir tauschen hier aus. Wir wechseln einfach zu Bratan. Hui. Oh oh. Hätte er Vergeltung eingesetzt, wären wir jetzt tot gewesen. Wir haben gerade saumäßig Glück gehabt, dass die KI so dämlich ist. Gut, Bratan und Psycho haben ein Level erreicht. Das ist wundervoll. Du bist mir vielleicht eine. Tja, Leopold. Verkackt, würde ich mal sagen. Und wir haben einen Trank gefunden. Nice. Wir sollten unsere Pokémon hier relativ häufig fit halten. Ihr habt es gesehen, was der Bratan mit einem Angriff gemacht hat. Oh. Na gut, tragen wir einen schnellen Kampf während meiner Pause aus. Gut, machen wir, Brudi. Wolfram. Ich werde dich wolframinieren. Ein Kleinstein, okay. Wir bleiben einfach mit Plinfer drinne. Aquaknarre. Let go.
Gut, das war einfach. So, Rocky ist damit auch schon Level 9. Da kommt Onyx. Schade, ich hätte so gerne Onyx gehabt, ne? Aber ja, Pech gehabt. Tschüss. Wolfram besiegt. Haha, ich gebe auf. Besser so für dich, du Lappen. So, dann nehmen wir doch das Item mit dem Flucht. Fluchtseil ist nicht schlecht. Und jetzt kommt's. Jetzt müssen wir gegen Arena leider kämpfen. Das wäre richtig assi. Hey, sieh dir das mal an. Mit der VM-Attacke Zertrümmerer kannst du Felsen wie diesen in Windeseile aus dem Weg räumen. Hier fallen öfter mal Steine herunter und blockieren die Wege. Wenn man sie nicht zertrümmert, geht's nicht weiter. Aber keine Sorge, sobald du den Orden der hissigen Arena hast, kannst du das auch. Dafür musst du allerdings erstmal den Arenaleiter besiegen. Und der bin ich. Ja, danke, Bruder. Danke wirklich. So, mal gucken. Gut, hier gibt's nur Kleinstein und Onyx, alles klar. Also anscheinend bis jetzt. Ich habe noch keinen Zubat gesehen. Und Zubat wäre fucking nice mit X-Bat. Wir nehmen den einfach mal mit. Fürs Training. Gut, damit hat Pong schon Level 14 erreicht. Das gefällt mir. So, dann gehen wir raus. Auf ins Pokémon Center, heilen wir unsere Pokémon und dann machen wir uns in diesem Part schon mal auf in die Arena. Wie gesagt, es kann sein, dass wir tatsächlich in der ersten Arena schon verlieren werden, die Nuzlocke. Dann möge das so sein, weil ich bereite mich in dieser Nuzlocke gar nicht vor und ich bin kein Profi in Pokémon. Also so ist es jetzt nicht. Deswegen, gucken wir mal, was wir erreichen können in der ersten Arena. Und ich will Level ja sowieso, bis wir Pliprin noch haben. Gut, zwei Trainer sind es hier nur. Hallo, wie geht's, zukünftiger Champ? Das habe ich auch diesen ungeduldigen Jungen gefragt, der eben hier war. Der hiesige Arenaleiter setzt Pokémon vom Typ Gestein ein. Aufgepasst, Gesteins-Pokémon hassen Wasser. Außerdem sind sie schwach gegenüber Attacken vom Typ Pflanze. Ja, sie haben schon so ihre Schwächen, aber der Kampf wird trotzdem kein Kinderspiel. Man wird nicht Arenaleiter, wenn man seine Schwächen nicht gut ausgleicht. Sich mit Feuer-Pokémon auf Gesteins-Pokémon zu stürzen, kann ich auch nicht empfehlen. Nun, mehr Tipps habe ich nicht. Danke fürs Zuhören. Pokémon-Arena von Erzeling, Arenaleiter Veit, anerkannter Trainer Drechsel. Und warum steht da das eine Weib nicht drin, was wir vor der Höhle getroffen haben im letzten Part, die gesagt hat, die hat hier einen Orden gekriegt? Annette hieß sie, glaube ich. Lel, los geht's. Du hast dich nicht an mir vorbeigemogelt? Ich will wissen, wieso du das nicht getan hast. Weil wir jeden Trainer mitnehmen. Knirps Janus, du hast bestimmt Kleinstein, ne? Das dürfte auch der Trainer sein, der ein relativ hohes Level hat. Tatsächlich. Wir haben hier mit Plinfer halt wirklich einen krassen Typenvorteil und das kommt uns hier sehr zugute diesmal. In der zweiten Arena wird das leider anders aussehen, aber dafür haben wir unser Staralilly dann. Ich glaube, weil die zweite Arena war eine Käfer-Arena, wenn ich mich nicht irre. Käfer oder Pflanze? Gut, drei Pokémon am Level erreicht. Rocky versucht, Walzer zu ja klar. Rocky, Alter, bei dir geht ja gut ab, Bruder. Ein Igler könnte eigentlich nützlich sein, aber nö. Hauen wir weg gegen Walzer. Jetzt verstehe ich, wieso du extra mit mir kämpfen wolltest. Richtig, ich wollte dich vernichten.
Nur Trainer mit einer Siegermentalität wagen sich in eine Pokémon-Arena. Ja, genau das, Bruder. Mit Sicherheit, Raphael. Nur Trainer mit einer Siegermentalität gehen in eine Arena. Ist ja nicht so, dass die alle Champ werden wollen oder so. So, aber da wir gleich noch Zeit im Part haben, werde ich mit euch zusammen trainieren gehen gleich nochmal. Auf Level 16, damit wir Plinfa entwickeln können. So, Pong wird dieses Kleinstein kurz wegrasieren. Tschüss. Habe ich es euch nicht gesagt? Ich habe es euch doch gesagt. Das wird ein bisschen dauern, das Training, aber wir ziehen das zusammen durch. Tja, das war's mit Onix. Das war's mit Raphael. Ah, wie demütigend. Weil ich möchte hier kein Risiko eingehen und die Nuzlocke verlieren, nur weil ich es extra spannend machen will. Deswegen werden wir nochmal in die Erzilling-Mine gehen und da ein bisschen ein paar Pokémon wegknallen. Dafür ist das hier sehr gut. Und dann könnt ihr mal ein bisschen mit mir leiden. Dann könnt ihr den Grind miterleiden. Ich zwinge euch einfach dazu, mit mir zu leiden. Ist das nicht nice von mir? So, da kommt unser Pokémon. Das ist ein Onix. Du hättest einfach drinnen bleiben sollen. Kannst du nicht nochmal als Shiny erscheinen? Das wäre fucking nice, Alter. Dann könnte ich mich einfach fangen. Ja, nee, ist klar. Der hat jetzt Robustheit, ne? Das war ein Crit, lol. Ja, gut. Gut, Bratan hat Level 13 erreicht und Rocky Level 11. Bratan versucht Doppelteam. Oh, Doppelteam ist nice. Doppelteam kann schön fies werden, wenn wir das einsetzen. In der Steinarena wird uns das jetzt natürlich gar nichts bringen, weil wir uns tunlichst unterlassen werden, dass wir unser Bratan in den Kampf schicken, weil Bratan ist tot, sobald er in den Kampf geht. Also hier müssen wir uns vollständig auf, wenn überhaupt, Rocky und Pong verlassen. Abra ist im Moment nur ein Death-Order. Also, ja. Alter, der Kleinstein überlebt das. Oh, der hat Robotszeit, ja. Ist klar. Süß. Ist da nicht süß? So, tschüss. So, gleich halt Bratan 15. Da müssen wir noch ein Level machen. Wäre jetzt lustig, wenn Kleinstein als Shiny kommen würde. Dann dürften wir ihn halt fangen, ja. Das wäre halt richtig funny. Und gleichzeitig auch richtig traurig. So, die Pokémon werden immer schwächer, ne? Robustheit? Nein. Der ist sofort tot. Sehr schön. Hätten wir doch jetzt nur Sonderbonbons. Das wäre fucking witzig. Dann könnten wir unser Plinfa einfach hochleveln. So, bitte, Onix! Leider nicht. Schade drum, aber was soll's. Onix wäre nämlich immer gut, weil der gibt relativ viele Erfahrungspunkte. Sehr schön. Pong versucht Piekser zu... Ja, auf jeden Fall. Können wir Pong auch, dann haben wir auch eine Cover-Attack für Pflanzen-Pokémon. Und Käfer. Und Käfer. Genau. Aber dass Piekser erst Level 15 lernt, einfach nur lol. Gut. Aquaknarre, los! Nice.
Der hat natürlich Robustheit, ne? Dieser Spasti, Alter. Was zum Teufel. Hat er gerade einen Igler eingesetzt? Gut, wir haben es fast geschafft. Wir werden in diesem Part auf jeden Fall noch gegen den Arena-Leiter kämpfen. Macht euch da keinen Kopf. Wir haben bis jetzt nur zweimal einen Onyx getroffen. Sonst sind es nur solche billigen Kleinsteins. Was soll denn das? Wie wär's dann wieder mit dem Onyx? Weil der gibt gut Erfahrungspunkte. Könnt ihr nicht einfach nicht Robustheit haben? Gut. Aber wenigstens kommen die Pokémon hier relativ schnell. Das gefällt mir. Leider sind sie alle so schwach. Wie wär's mal mit Level 8 oder Level 9? Und dann haben diese Schwächlinge auch alle Robustheit, Alter. So, Piekser. Der ist eh tot, der hat nur noch ein KP. Tschüss. Lustig ist, Piekser hieß früher Schnabel. Gott hat Level 11 erreicht, ja moin. Gott, entwickel dich bitte. Schade. Ich dachte, er entwickelt sich jetzt wirklich. Wenn er jetzt wieder Level 6 ist, dann fliehe ich, Alter, ne? Weil dann bringt er mir ja gar nichts mehr. Ich hab keinen Bock auf solche Schwächlinge, Alter. Hier hätte es auch Zubat gegeben. Warum konntest du nicht kommen, Brudi? Ist klar, Alter. Es ist halt einfach so fucking traurig. Meine Fresse. So, jetzt aber Onyx. Lass mich raten. Level 6 mit Robustheit. Auch wieder Level 6 und du hast Robustheit, lass mich raten. Ich kann nicht vor jedem Level 6 erfliehen, dann kommen wir einfach nicht vorwärts. Oh, der hat keine Robustheit. Danke. Danke, Bidiza. Oh, du großartiger Pokémon-Gott. So, ich mache das, glaube ich, auch nur einmal mit dem Grind mit euch zusammen. Ab dann werdet ihr eine Grinding-Montage sehen. Also ich verschnelle das dann halt einfach, wenn ich nochmal so grinden muss. Nur finde ich halt das so, finde ich das halt auch ganz gut, wenn man einmal miterlebt, wie hart der Grind halt manchmal sein kann im Pokémon. Wenn man sich ein bisschen vorbereiten will, meine ich jetzt, ne? Der Part könnte ein bisschen länger gehen. Ich habe versprochen, ich mache den Arena-Leiter in diesem Part noch und das werde ich tun. Wieso nicht immer Level 9er? Warum? Brudi, ist mir egal, ob du Robustheit hast. Du gibst gut EP. Da kommt die Flinkklaue. Die aber egal ist. Ja, einfach 67. Das ist einfach das Doppelte. Rocky, ja toll. Nein. Danke, Rocky, für diese absolut nutzlose Attacke.
Ja, ein Onix. Der gibt gut, der gibt viel EP. Nice. Jetzt läuft es. Und das Onix ist tot. So eins hatten wir eben auch. Leider keins mit Robustheit, aber was soll's. Gleich erleben wir unsere erste Entwicklung. So, dann einmal Aquaknarre. Dankeschön. Ich hätte sonst jetzt switchen müssen. Das wäre echt ätzend gewesen. Aber die Zubats bringen halt gar nichts, ne? 34 EP, die bringen ein bisschen mehr als eine Stufe 6 Kleinstein. Und der war ein Level höher, das Zubat. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. So, wie gesagt, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr den Grind immer drinne haben oder wollt ihr, dass ich daraus eine Montage mache und das einfach vorspule? Ich richte mich da nach euch, wenn ihr das gerne drinne haben wollt, das kann ja auch was Lustiges passieren in so einer Grinding-Session manchmal, also Grinding-Session in Anführungsstrichen. Ich will mich jetzt nur auf die Arena vorbereiten, das heißt nur noch dieses eine Level machen und dann geht's Pokémon Center und dann Arena. Dann machen wir den Arena leider nämlich fertig. Aber trotzdem, wenn ihr sowas nicht sehen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare. Dann verschnelle ich das extra für euch. Da kommt der Erstauner. Du bringst aber eh kaum Erfahrungspunkte, also was soll's. Aber dieses Zubat ist stärker von seiner Spätzdef. Es hat noch gelbes Leben und das von einer Aquaknarre. Das ist nicht schlecht. Wir haben es fast geschafft, ne? Ich nehme jetzt nochmal einen Trank zur Hand für Plinfa. Kein Bock, nämlich, dass wir von dem Crit nachher weggekrittet werden. Gar keine Lust. Yes! Lass mich raten, Level 6, Robustheit. Wer hätte es gedacht? Trotzdem, Piekser. So, nur noch zwei oder drei Stück. Dann haben wir es geschafft. Und bald können wir auch Psycho verwenden. Das ist eigentlich sehr gut, dass wir hier jetzt ein bisschen ein paar Pokémon hier abfarmen. Das ist gut in dem Sinne, weil Psycho wird erst in Level 16 zu Kadabra und ich werde das dann offscreen gleich zu einem Simsala weiterentwickeln, lol. Aber vorher gucke ich mir noch an, ob Kadabra irgendwelche guten Attacken lernt. Weil es möge wohl überlegt sein, ein Kadabra sofort zu entwickeln. Und Bratan erreicht auch gleich noch das nächste Level. Ich finde übrigens die Hintergründe sehr geil gemacht und auch, wenn man in den Kampf geht, dass wenn ihr im Gras seid, habt ihr Grasgeräusche, wenn ihr in den Kampf geht und jetzt in der Höhle habt ihr Steingeräusche. Und das Level 9, das sollte uns unser Level abgeben. Außer hat Robustheit. Der Sandsturm fügt Pong Schaden zu. Ja, toll, danke. Piekser, los geht's. Nice. Nanu, Pong entwickelt sich.
Oh yeah! Glückwunsch, dein Pokémon hat sich zu einem Plüpprin weiterentwickelt! Juhu! Ja, Eintrag im Pokédex. Dieses Pokémon kann durch Schläge seiner kräftigen Flügel selbst dicke Bäume umknicken. Es sucht im Eismeer nach Beute. Metall... ja, auf jeden Fall. Metallklaue ist zwar noch kein Stab, wird aber, glaube ich, später ein Stab-Move und ist sehr, sehr gut. Das reicht erstmal. Sehr geil. Was? Ja, genau, ist klar, Brudi, Nanu. Bratan entwickelt sich. Ja, zwei Entwicklungen. Oh, geil. Läuft bei uns. Glückwunsch, dein Bratan hat sich zu einem Staravia entwickelt. Oh ja, zwei, damit habe ich gar nicht gerechnet, cool. Eintrag. Es lebt in Wäldern und auf Wiesen. Treffen Schwärme von ihnen aufeinander, streiten sie sich sogleich um das Revier. Oh yeah, zwei Entwicklungen. Nice. Gefällt mich ganz doll. So, aber ich hatte es euch versprochen. Wir gehen jetzt ins Pokémon Center und wir werden uns noch den Arenaleiter schnappen. Also ich werde, wie gesagt, den Part jetzt noch nicht beenden. Wir werden noch in den nächsten Arenaleiterkampf gehen. So, ich glaube zwar nicht, dass wir hätten Leveln brauchen, aber es hat sich gelohnt. Wir sind gut vorbereitet. Auch wenn Bratan hier nicht zum Einsatz kommen wird, ziemlich safe nicht. Wir müssen uns hier auf Pong verlassen. Willkommen, das ist die Arena von Erzeling. Ich bin Veit, der Arenaleiter. Meine Gesteins-Pokémon sind mein ganzer Stolz. Dann zeig mir mal dein Können als Trainer und die Stärke der Pokémon, die mit dir kämpfen. Arenaleiter Veit fordert dich heraus. Kleinstein. Wir dürfen bei Metallklaue jetzt nicht vergessen. Ja, Metallklaue ist sehr effektiv gegen Gesteins-Pokémon, aber die Aquaknarre ist trotz allem stärker, weil wir auf die Aquaknarre nicht nur das sehr effektiv, sondern auch den Stab-Move drauf bekommen. Deswegen geht bloß auf die Aquaknarre rauf. Die macht einfach im Moment noch mehr Schaden. Erst wenn wir den den Stahltypen haben, kriegen wir auch einen Stab auf die Metallklaue drauf. Es war doch gut, dass wir uns vorbereitet haben. Der hat Robustheit. Das hätte sonst nämlich jetzt wehtun. Oh, er setzt einen Trank ein. Der füllt ihn wahrscheinlich nicht ganz auf. Nee. Gut, das heißt, Robustheit wird sich nicht nochmal triggern. Sehr schön. Damit ist Onix aus. Damit ist Onix auch aus dem Rennen. Gott und Rocky erreichen ein Level. Das ist nice. Rocky übrigens entwickelt sich erst mit Level 25, also. Schwer. Du glaubst wohl, du kannst das nächste Pokémon wieder so einfach besiegen. Was? Und Cognodon, der könnte eklig werden. Flinkklaue, alles klar. Okay, das war's, tschüss. Nice. Easy going. Wäre mit Plinfa schwer geworden. So viel kann ich euch versprechen. Das wäre ein harter Kampf geworden. Das darf nicht wahr sein. Dabei habe ich meine Pokémon doch mit so viel Hingabe trainiert. Wir waren gut vorbereitet. Und auch nicht overleveled, also zwei Level über finde ich okay. Ja, weiß ich, fünf Level drüber oder sowas, das wäre ein bisschen overleveled gewesen, aber das ist gut. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Tja, da ist nichts zu machen. Du warst stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga wird jeder Trainer, der einen Arenaleiter besiegt, mit einem Orden belohnt. Hier hast du den offiziellen Kohleorden der Pokémon-Liga. Du erhältst den Kohleorden von Veit. Nice. Der Kohleorden ermöglicht es dir, die VM-Attacke Zertrümmerer zu verwenden. Und die hier gebe ich dir auch noch.
TM76, okay. Tarnstein ist gut. Sie fügt Gegnern Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Das hier sind die Sticker, die ich verwende. Nimm sie bitte als kleines Geschenk von mir an. Ich glaube, damit meint er die Pokéball-Sticker. Ja, eine TM bringt Pokémon einer der Attacke sofort bei, aber du kannst sie nur einmal verwenden. Daher solltest du dir gut überlegen, welches Pokémon die Attacke erlernen soll. Nice, wir haben unseren ersten Orden abgegriffen. Und wir sind sogar noch in der Zeit. Und das verdanken wir nur der Vorbereitung. Der Kampf hätte wesentlich länger gedauert und ich hätte wahrscheinlich ein Pokémon opfern müssen. Weil der erste Arena-Leiter ist mit der schwierigste, wie ich immer finde, weil wir noch kein diverses Team haben. Wir haben halt ein nutzloses Psycho-Pokémon, das gestorben wäre wegen wenig Death, und ein nutzloses Gott-Bidiza, das uns gar nicht hätte helfen können. Also ja, wir wären da einfach fucking draufgegangen. So, im nächsten Part müssen wir noch hier rein, Bergbaumuseum. So, Leute, ich werde den Part aber an der Stelle beenden. Wir haben viel gegrindet. Ich glaube auch, das mache ich nur einmal. Oder ihr schreibt in die Kommentare, ihr wollt das sehen. Macht das bitte mal, damit ich da Bescheid weiß. Ja, Arena-Leiter besiegt. Im nächsten Part geht es hier weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Pokémon-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!